Wir haben es geschafft, Ori. Die Geisterweide. Unser Land wird wieder im Licht erstrahlen. Wir machen den Schaden rückgängig. Ist es nicht schon zu spät? Ich weiß es nicht. Tapferes Kind, du hast das geheilt, was zerstört war. Seir wurde wiedergeboren. Sieh nur, wie ihre Erinnerungen von meinen Ästen angezogen werden. Die Geister sehnen sich ja schon lange nach diesem Tag. Wenn ich doch nur das Licht wieder in mir tragen könnte. Aber es ist nicht mehr das meine. Meine Zeit ist vorbei. Ein neues Zeitalter muss anbrechen. Ich wusste es. Mein Kind, ich übertrage dir das Licht. Aber um es in dir tragen zu können, musst du noch wachsen. Ein Leben musst du nun zurücklassen, um das Leben aller anderen zu retten. Werde eins mit Seir. Nimm das Licht in dich auf. Kümmere dich um dieses Land, wie ich es einst tat. Zu langsam. Das geht nicht gut. Zu langsam. Ich wusste es. Nein! Oh, Shriek! Au. Oh, die nimmt ja wieder überhaupt keinen Schaden. Ich weiß aber auch jetzt gerade nicht. Ja, das kannst du vergessen, glaube ich. Hä? Die heilt sich immer wieder. Wie unfair. Oh. Aua. Okay, da muss ich nach oben. Ich kann gar keinen Schaden machen. Die heilt sich immer wieder. Aua. Warte. Kann ich ihr den zurückschicken? Ja. Mist. Hä? Kann ich nicht. Ah. Sie kämpft. Oh, ich habe keine Dings mehr. Du kämpfst unfair. Wie? Ich mache keinen Schaden bei ihr. Ich mache einfach keinen Schaden bei ihr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie heilt sich immer wieder. Wenn ich Schaden mache, dann heilt sie sich denn sofort wieder weg. Was hast du vor? Ich weiß nicht, was sie tun soll. Ich hab, was für eine Macht habe ich denn dafür, jetzt das einzuziehen? Ich bin ja gleich tot. Ich kann gleich von vorne anfangen. Nein, jetzt macht sie das. Mist, ich hätte mich nach oben katapultieren müssen.
Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Da, wir machen Schaden und sie heilt sich voll. Also sie heilt sich sofort wieder zurück. Halt! Also ich habe keine Ahnung, was ich gegen sie machen soll. Gegen sie machen soll. Ja. Ja, dann mach deine. Oh, nicht den Laser. Mach den anderen Kram. Von oben vielleicht? Ich muss ihr die Maske, glaube ich. Oh, warte, von oben vielleicht. Ich muss ihr die Maske, glaube ich, abschlagen. Kann das sein? Das würde Sinn machen. Weil kurz bevor sie landet, kommt so ein Schub. Mist. Ja, die Verletzung und die sofort. Ah, Mist, ich hätte nach oben gemusst. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Oh, aber gegen den Laser kann ich ja gar nichts machen. Warte. Nein! Ich muss dir das irgendwie. Ich weiß nicht, was ich. Ich glaube, ich muss jetzt am Kopf abschlagen, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Hä? Nee, das ist doch kein Luftzug. Ich komme nicht nach oben. Ich komme nicht nach oben. Das bringt leider nichts. Ich muss hier das Ding abmachen. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Das ist sicherlich das, was ich tun muss, ja. Aber ich weiß nicht, was ich da anbringen kann. Egal was, ich krieg's nicht ab. Oh, damn it. Ich versuche ihr das abzuschlagen, aber ich habe keine Ahnung. Oh, Mann. Ich versuch's doch. Ich krieg's nicht ab. Mist. Hä? Oh, was jetzt? Was? Nein! Ich hab's nicht geschafft. Okay, aber wir haben wenigstens anscheinend einen Dingspunkt erlangt. Ich muss hier kurz landen, glaube ich. Au! Nein, dann bin ich sofort tot. Ich müsste eine kurze Zwischenlandung machen. Aber wir haben wenigstens einen kleinen Speicherpunkt erreicht. Wow. Fräulein, was wird das jetzt hier? Wir müssen uns echt über deine Agro-Probleme unterhalten, meine Liebe. Nein! Ha! Wow, wo bin ich? Nein! Nein!
Och, komm schon. Weißt du, wie doof das ist, diese Sequenzen immer wieder von vorne machen zu müssen? Wow. 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 Böse Erinnerung, böse Erinnerung, böse Erinnerung, böse Erinnerung, böse Erinnerung. Sehr, sehr böse Erinnerung. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh nein, warum gehe ich immer wieder runter? Ich muss nach oben. Oh, nerv, 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 nerv. Wie wär's mit einer Schnellvorlauf? Das würde es gerade nicht besser machen. Aber die Musik ist einfach traumhaft. Ich liebe den Soundtrack. Nein, nicht erreicht, nicht erreicht. Oh, danke. Oh. Wow. Mädchen, was soll ich denn mit dir machen? Ich will dir doch helfen. Wir können Freunde sein, wirklich. Ich bin total lieb. Was kann ich denn machen? Wow. Wow. Nein, jetzt macht sie das wieder. Wow. Wow, 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 wow. Hilfe. Was hast du vor? Was hast du vor? Mach das nicht. Mach es einfach nicht. Autsch. Aua, das nächste tut weh. Ich kann jetzt gerade nichts an ihrem Kopf machen. Und das war's, toll. Okay. Ja, 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 ja. Mist. Nein, was tust du? Du bist echt gemein. Warte, 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 warte. Ich brauche momentan, glaube ich, weniger den Schlag als das hier. Autsch. Ja, es sei denn, ich kann mich nicht retten. Komm runter. Komm runter. Was hast du vor? Ach, komm, das wieder. Wow, 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 Beschuss, Beschuss, Beschuss. Warte, was kommt jetzt? Es kommt. Ah. Ich dachte, ich wollte es gerade eins gegen sie verwenden. Oh, warte. Hahaha, habe ich wohl gesehen. Wow. Puh. Shriek, bitte. Wenn ich darüber reden. Ich glaube, dass du total lieb sein kannst, aber du willst nicht lieb sein, ich weiß. Aua.
Mist. Ah. Wow. Ah, so schnell kam ich eben nicht weg. Wow, aua. Aha, okay. Mist. Nein! Oh, nein! Nein, nein, nein! Oh, wie gemein! Oh, wie gemein! Oh, wie gemein. Dass das jetzt plötzlich nachgelassen hat. Ah, okay. Oh, ich schwitze voll. Ich kann danach erstmal duschen gehen, ey. Oh, jetzt habe ich aber wirklich jeden mitgenommen, den ich mitnehmen konnte, ne? Machen wir uns nichts vor. Jetzt habe ich gerade alles an Schaden gefressen. Nein, nicht! Ich wollte eigentlich den hier machen. Aber der erwischt sie, glaube ich, nicht mehr. Mist. Warte, warte. Nein, 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 nein. Oh, jetzt renne ich wieder in jeden rein. Jetzt nehme ich wieder jeden mit in der... der ah, hat sie noch am Kopf erwischt. Geht doch. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh, nochmal alles von vorne. Weißt du, wie anstrengend das ist? Das ist ja wohl. Alles nochmal. Oh. Oh, warte. Oh, warte, meine Liebe. Warte, warte, neue Erkenntnis. Ja, Pustekuchen, ich bin sofort tot. Trotzdem Schaden. Oh.
Och nein. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Ich fresse aber auch gerade jeden Schaden, den ich kriegen kann. Das macht es jetzt gerade nicht besser. Dann nehme ich komplett Schaden bei ihr. Oh, die Pinken sind zielgerichtet. Und ich bin tot. Oh, ich weiß nicht, wie ich den Kampf machen soll. Sorry. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll gerade. Mist, hey, nach oben gemusst, ne? Mist, bleib doch mal da. Das macht Schaden, wenn ich das mit der Regeneration mache, ne? Och Mann, dann lass dich doch nicht mal von jedem Scheiß treffen, ja. Alter Schawitzki, ey, immer wieder von vorne, von vorne, von vorne. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das zu Ende zu führen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass das jetzt hier nochmal ein ziemlicher fieser Bossfight wird, okay? Das war mir eigentlich klar, aber dass das jetzt nochmal so wird, nicht. Zielgerichteten Dinger, ey. Natürlich. Langsam nicht mehr. Leute. Oh, meine Hand tut weh. Meine Hand, wirklich. Warum kriege ich denn davon jetzt schon wieder Schaden?
Ja, die macht mir komplett Schaden. Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Auch jetzt wieder. Voll Schaden genommen. Och, Mann. Ey, es ist doch nicht wahr. Wenn ich das Gefühl habe, was zu erkannt zu haben, dann nehme ich durch 10.000 andere Sachen Schaden. Ist das ätzend. Oh, wo soll ich denn dann hin, wenn sie das macht? Ich weiß nicht, wo ich dann hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann hin soll. Nein. Oh Mann, und nochmal. Es ist doch kein Spaß. Hier, friss das. Ja, natürlich. Zweimal getroffen. Natürlich. Ich nehme trotzdem Schaden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sehe mich doch nicht mal mehr, wenn ich diese hellen Dinger da sehe. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich durch den Schrei gestorben. Oh Mann, Leute. Das macht keinen Spaß. Und momentan nimmt sie doch nicht mal mehr Schaden dadurch. Habe ich das Gefühl. Ich komme von ihren Flügeln nicht weg. Die drücken mich runter. Ja, natürlich. Hau ab. Ich nehme durch Sachen Schaden, was ich noch nicht mal einschätzen kann. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das jemals zu sehen bekommt, ja. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich will hochfliehen vor dem Scheiß und ich krieg durch ihren Flügel kriege ich Schaden. Ich kann nicht fliehen. Noch nicht mal mehr Leben regenerieren. Ich sterbe hier schon wieder. Es ist... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nichts mehr, um mein Leben zu regenerieren. Oh nein. Und jetzt komme ich nicht rechtzeitig weg. Ich weiß nicht, was das jetzt hier wird. Ich bin gerade ziemlich angefressen. Ja, natürlich.
Oh, jetzt kann's. Mann, dieses blöde Vieh. Das macht alles keinen Spaß. Sorry, aber das macht keinen Spaß. Ja, und dann, wenn ich versuche, mich zu regenerieren. Och, sorry. Und ich vor allen Dingen lande hier immer da, wo ich sofort Schaden nehme. Warum nehme ich denn da nicht so viel Schaden? Durch ihre blöden Flügel, ey. Mann! Ich weiß, ich kann die Geschütze gegen, also für mich gegen sie verwenden. Ich kann das aber nicht. Dann bringe ich mich nur selber um, weil die Dinger mich dann plötzlich treffen. Oh, natürlich. Ja, klar. Kommt. Alle her damit. Ich kann es ja vertragen. Ich weiß nicht, was ich gegen sie machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß schon, was ich machen muss, aber ich krieg's einfach nicht hin. Traurig, aber wahr, ich krieg's nicht hin.
habe ich trotzdem Schaden genommen, natürlich. Klar. Ich... Och, Mann. Nein, oh Mann, wie hast du dich noch gewählt? Oh, Mann! Und jedes Mal fresse ich den Schaden hier. Och, ich mach mal eben das Mikro aus.
Okay, keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall die nächste. Oh, mein Daumen tut weh. Ja, mimi. Ich weiß. Aber ich kann langsam nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich sehe nur, dass. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das Ding scheint unterzugehen. Ja, wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Jetzt bin ich ganz tot. Also, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Kann ich die... Ich versuche mal nach rechts zu fliegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Nee, da ist so ein rosa Zeug. Oder ist das jetzt endgültig? Mehr kann ich nicht machen. Ich muss sie jetzt erledigen. Aber ich kann sie nicht erledigen. Da ist auch rosa Zeug. Nach links. Ich bin aus dem Bild geflogen. Tatsächlich. Oh, warte. Nein, da war. Ah, links war tatsächlich noch was. Problem ist nur, ich fliege aus dem Bild. Ich sehe gerade gar nichts. Ach nee, ich falle hier runter. Irgendwie falle ich hier runter. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade von mir will. Übersehe ich irgendwas? Hä? Was? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich weiß nicht, was das... Wahrscheinlich soll ich sie jetzt endgültig, aber ich weiß nicht, wie. Ich sehe mich noch nicht mal gerade. Da bin ich, okay. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Wo soll ich denn hin? Herrje. Warte, vielleicht nach oben. Warte, wenn die kommen ja von oben. Ich komme da jetzt gerade nicht ran. Super. So, warte. Aber höher kann ich nicht. Da oben ist auch dieser Nebel. Schaden durch den Nebel. Ich weiß nicht, was das Spiel will. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es erledigen soll. Sie macht mich ja selber gerade jetzt kaputt. Sollen wir jetzt echt im Fliegen? Ist ja wohl nicht wahr, Leute. Habt ihr euch das echt so... Ich sehe mich noch nicht mal gerade mehr. Nein! Ich bin weg. Wir müssen den letzten Zipfel müssen wir im Fliegen machen. Okay, ich brauche ganz viel Gesundheit. Wir sollen echt den letzten Zipfel im Fliegen machen. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt echt schon ziemlich durch, ne? Aua. Und nimm noch Schaden durch den Nebel und durch das Vieh. Ja, Entschuldigung, Shriek. Aber das nehme ich jetzt auch persönlich. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Ich verliere den Überblick. Oh nein, ey, mach das nicht. Wirklich nicht. Ah.
Natascha Witzki. Ich kann mich nicht mehr festhalten. Oh Gott, wer denkt sich denn sowas aus? Oh, wir machen es besonders schön und spannend. Das macht bestimmt lustig. Ja, die Belohnung ist groß, aber es ist... Es wird überschätzt. Ich will natürlich nicht meckern, weil dann heißt es ja, naja... Nur weil du meinst, dass das normal ist, heißt das nicht, dass die dass jeder meint, dass es normal ist. Jetzt habe ich sie noch nicht mal getroffen. Ich weiß nicht, wo Ori ist. Da ist Ori. Okay, die Dinge... reichen nicht aus, um Schaden bei ihr zu machen. Ich krieg keinen mehr. Ich, oh Mann, ich bin hier zwischendurch. Oh Mann, Leute. Das ist nicht schön. Wirklich nicht. Das macht keinen Spaß. Das ist das Gegenteil von Spaß, wirklich. Das macht keinen Spaß. Und jetzt deswegen mich zu zwingen, den Schwierigkeitsgrad runterzudrehen, wobei das nützt mir jetzt am letzten Drittel des Bosskampfes auch nichts mehr, aus meiner Sicht, weil ich dann sowieso bald hinüber bin. Oh. Das, meine Süße. Und das. Nein! Auch auf dem letzten. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das wollte ich. Ich schaff das. Ich gebe das nicht auf. Und ja, es ist mein Recht, auch darüber zu meckern. Über einige Entscheidungen hier im Spiel. Weil das eben halt meine persönliche Meinung ist. Toll, danke. Ja, Errungenschaft, Steinhart. Oh ja. Ich kann nicht. Ewig werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als die Hoffnung starb. Einige blieben weiter im Schatten.
Nein, ich dachte, wir könnten Trick helfen. Wir können dir nicht helfen. Och Mann. Oh, ich sollte was machen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ori? Ich kann nichts machen. Doch, jetzt doch. Ori. Lass uns nach dem Licht gucken. Oh nein. Oh, bitte. Ich kann nicht mal mehr springen über die Dornen. Ori, du musst das Licht erreichen. Ach, Quarlock. Komm schon, Ori, du schaffst es. Ich helfe dir. Komm schon. Wir haben jetzt so viel geschafft. Das ist so viel auch für Kuh. Ori, komm, steh auf. Steh auf. Wir werden eins. Und wir werden Ori verlieren, aber auch irgendwie nicht. Da wurden Seir und Ori eins. Thank you.
Ich wusste, dass es eine neue Weide geben wird. Ich wandte mich dem Licht zu. Als mein Name Ori lautete, oh, da sind sie schon alt. Oh. Und dann stirbt sie auch. Oh Mann. Naja, klar. Bäume werden da älter, ne? Es war der Wille der Irrlichter. Dass das Leben erneut beginnt. Geist, ein neuer Lichtgeist. Das müsste ja eigentlich passieren, oder? Errungenschaft, Schicksal. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen durch. Ori and the Will of the Wisps, das war's. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durch. Es war aber auch jetzt die Anspannung. Und dass es dann doch nicht so einfach gewesen ist. Und dann kam jetzt noch dazu, ach, weiß ich auch nicht. Also... Moment, ich bin sofort wieder da für euch. Was für ein wundervolles Spiel ist es. Es ist... Einige Sachen sind zwischendurch bockschwer. Ich bin nun mal kein Souls-like-Spieler, also sowas wie Dark Souls, also überhaupt so Sachen, die dann so relativ frustrierend sein können. Es ist Übungssache, ich weiß. Es liegt natürlich an dem Spieler, ist mir vollkommen klar. Aber manchmal ist das so, erscheint das so unfair, weil alles andere kann man relativ gut stemmen und dann hast du zwischendurch solche Sequenzen, wo du Ewigkeiten dran sitzt. Das ist schon ziemlich happig und es stört so ein bisschen den Spielfluss. Das ist aber auch das Einzige, muss ich sagen, was ich an, wenn man es so nennen will, negativer Kritik rauslassen kann für dieses Spiel. Ansonsten, oh, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, zwei so wunderschöne Titel und ich bin so froh und, wirklich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich beide geschafft habe, beide beendet habe. Diese Story ist so wundervoll, diese Figuren so wunderschön. Eben noch Gummu und Naru, die, ich sag mal so, Ori bzw. Seir die Weide begleitet haben, solange sie konnten. Und dann waren sie selber auch nicht mehr da. Jetzt am Schluss, das kleine Blatt, was sich gelöst hat, kann eigentlich nur ein neuer Lichtgeist sein. Das heißt, es könnten theoretisch... die Abenteuer von Ori weitergehen, aber ansonsten ist es auch ein sehr schöner Abschluss. Q fliegt in ihr eigenes Leben. Das mit Shriek ist traurig und auch tragisch, obwohl dieses Ende auch nochmal, als sie sich da an die versteinerten, an ihre versteinerten Eltern da gekuschelt hat. Auch der Bea, der schläft bestimmt immer noch da. Das war so bittersüß, tragisch. Das tat mir so leid. Aber ganz perfekt enden lassen, so von wegen, oh, Shriek ist jetzt auch frei und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende. Nein, Ori musste leider verschwinden, sonst hätte es keinen neuen Keim gegeben für eine neue Weide. Und das Land hier benötigt nun mal eine Weide und anders funktioniert das nicht.
Ich kann einfach nur sagen, wunderschön. Von allem. Das Level-Design, die Figuren so wunderschön. Der Soundtrack, oh, Gänsehaut. Leider hatte ich eben halt diese Tonspacks. Tut mir selber auch mit am meisten leid, weil das kann manchmal schon störend sein. 100% sieht schwierig aus, weil müsste ich dann mal den ganzen Boss-Run machen. Und ich weiß nicht. Vielleicht mache ich das, den Rest noch mal so ein bisschen bis zum Boss-Run. Aber ansonsten ein wunderschönes Spiel. Einfach nur schön und klare Spielempfehlung. Und ganz ehrlich, ich habe zwischendurch wirklich überlegt, ob ich nicht einfach umschalten sollte auf leicht, ne, auf den Schwierigkeitsgrad leicht, um es einfach einfacher zu haben. Aber dafür bin ich leider zu ehrgeizig. Aber ganz ehrlich, hätte da überhaupt kein Problem mit. Also solange, wenn man das Spiel gar nicht genießen kann, herrje, schaltet einfach auf leicht runter und genießt das Leben. Ja, das Leben auch, aber das Spiel bis zum Ende. Und lasst euch von niemandem einreden, dass man das nicht machen sollte oder nicht machen darf. Weil es gibt manchmal ein merkwürdiges Balancing. Das ist für andere easy going. Die zucken mit der Schulter und sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist total leicht und überhaupt nicht schwierig. Und so sind diese Spiele nun mal. Aber ich bin der Meinung, bevor man an einem Spiel verzweifelt, was man selber unbedingt spielen möchte und einfach nur genießen möchte, hey, schaltet einfach runter auf leicht. Und es sollte sich niemand darüber aufregen. Es sollte allerdings auch kein Streitpunkt sein. Na, das darf jeder entscheiden, wie er es selber möchte. Und dementsprechend, ja, wir sind durch. Wir sind durch. Und wie schon gesagt, vorher haue ich keine weitere Folge raus, weil ich wollte das Spiel vorher beenden. Das heißt, ab nächste Woche kann es starten. Und wenn ihr das hier hört, dann bin ich sowieso schon lange damit durch. Ja, logisch, weil das ist ja jetzt gerade mein Fazit. Also ein wundervolles Spiel. Großartig. Ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich es gespielt habe und dass ich es auch durchgekriegt habe. Und nach 2 Jahren wird es endlich gut. Und dann wird es jetzt Zeit, nur noch alle 100 anderen Projekte, die ich angefangen habe, mal zu Ende zu spielen. Hey, das ist doch was, worauf ich mich freuen kann. Und falls ihr das bis hierhin zu Ende geguckt habt und mich bis hierhin begleitet habt, danke ich euch sehr, sehr herzlich. Wirklich, wirklich. Ihr habt lange Geduld mit mir gehabt und ich war vielleicht auch nicht ganz so einfach eben beim Bosskampf. Ich habe dann nachher nur noch auf leise gemacht, weil der Soundtrack ist super. Und was soll ich da großartig noch zu sagen oder mich aufregen? Letztendlich habe ich es hinbekommen, auch gerade, weil ich mich dann besser konzentrieren konnte. Und wir haben es geschafft. Und den restlichen Abspann, den genießen wir so nochmal eben mit der Musik. Ich sage einfach nochmal, schaut euch gerne ein weiteres Let's Play von mir an. Wir haben genügend. Wir haben über 4000 Videos hier, sehr viele Playlists, sehr viele Spiele, die ich zu Ende gespielt habe. Guckt da gerne rein. Ansonsten sehr gerne auf Twitch. Guckt gerne bei Miss Lissy LP auf Twitch vorbei. Ein bisschen Werbung darf ich auch endlich mal machen. Ist ja mein Video. Und vielen Dank. Passt gut auf euch auf. Und habt einfach Spaß an Spielen. Und alles Liebe wünscht euch Lissy. Macht's gut, ihr Lieben.